Das Byzantinische Reich entsteht in der Spätantike aus der östlichen Hälfte des Römischen Reiches. Als Beginn des Byzantinischen Reiches wird die Regierungszeit Kaiser Konstantins des Großen angesehen. Als erster römischer Kaiser erkennt er das zuvor heftig bekämpfte Christentum als Religion an. In der frühen christlichen Geschichtsschreibung gilt der 28. Oktober 312 als der Tag, an dem sich eine welt- und heilsgeschichtliche Wende ereignet. Denn hier an der Milvischen Brücke in Rom besiegt Kaiser Konstantin seinen Rivalen Maxentius. Zu Ehren des Siegers beauftragt der römische Senat den Bau des Konstantinbogens in Rom. Auf dem Bogen ist der Sieg über Maxentius in einem Relief dargestellt. Unter Kaiser Konstantin geht die heidnische Antike zu Ende und das Christentum beginnt. Von der Anerkennung dieser Religion bis hin zu ihrer offiziellen Etablierung als Staatsreligion vergehen nur knapp 70 Jahre. Bevor Kaiser Konstantin Rom verlässt und nach Osten geht, um sein Nova Roma, das neue Rom, zu gründen, stiftet er 313 den römischen Christen viele Kirchen. Die prächtigste Lage von allen Kirchen Roms hat unstreitig die ehrwürdige Basilika San Giovanni in Laterano. Die Lateransbasilika, deren Fassade im Laufe der Jahrhunderte mehrfach verändert wurde, ist die erste der großen römischen Basiliken, die im Auftrag Kaiser Konstantins erbaut werden. Sie wird Christus, dem Erlöser der Welt, geweiht. Als Kathedrale des römischen Bischofs und somit des Papstes stellt sie die ranghöchste Kirche der Christenheit dar und nicht der Petersdom. Sie gilt, gemäß der Inschrift am Eingang, als Haupt und Mutter aller Kirchen der Stadt und des Erdkreises. Die römische Basilika, Ort der Gerichtsbarkeit und eigentlich kein Sakralraum, setzt sich bei den Christen seit dem 4. Jahrhundert als einer von zwei Kirchenbautypen neben dem Zentralbau durch. Mit ihrer Längsausrichtung und der halbrunden, hoheitlich wirkenden Apsis im Osten eignet sie sich hervorragend für den Kult des christlichen Gottes. Bei vielen frühchristlichen Basiliken schiebt sich zwischen Langhaus und Apsis ein Querschiff, wodurch der Kirchengrundriss die Form eines lateinischen Kreuzes erhält. Santa Apollinare in Classe bei Ravenna ist eine der wenigen noch gut erhaltenen frühchristlichen Basiliken. Das Mittelschiff ist höher als die Seitenschiffe und besitzt an der oberen Wand, dem Obergaden, große Fenster. Im Jahr 549 wird die Kirche fertiggestellt und dem heiligen Apollinaris geweiht, dem ersten Bischof Ravennas. San Apollinare Nuovo in der Innenstadt Ravennas aus dem 5. Jahrhundert ist eine weitere Kirche, die dem heiligen Apollinaris geweiht ist. Der Innenraum der Kirche ist reich mit Mosaiken verziert. Sie zeigen auf der einen Seite 26 Märtyrer, die auf Christus zuschreiten, der zwischen vier Engeln sitzt. In der Hand hält er ein goldenes Zepter. Auf der anderen Seite sind 22 Jungfrauen in goldbestickten Tuniken abgebildet. Sie folgen den heiligen drei Königen, die Maria mit dem Jesuskind auf dem Schoß Geschenke darbringen. Auf einem weiteren Mosaik ist der Hafen von Classe zu sehen. Zu Zeiten Kaiser Konstantins ist er einer der größten Militärhäfen des Imperiums. Konstantin gelingt es im Jahr 324, Licinius, den Herrscher von Byzantion, in einer großen Seeschlacht vernichtend zu schlagen. Nach diesem Sieg ist Konstantin unangefochtener Herrscher im Römischen Reich. Zwischen 324 und 330 lässt Konstantin die kleine griechische Handelsniederlassung Byzantion großzügig ausbauen, nach dem Vorbild der Stadt Rom.
Er benennt die neue Hauptstadt des Oströmischen Reiches in Konstantinopel um. Damit führt er die Tradition der hellenistischen Könige und früherer römischer Kaiser fort und gibt der neuen Stadt seinen eigenen Namen. Schnell wird die Stadt zum führenden kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum des Römischen Reiches. Eine der Hauptaktivitäten Konstantins ist die Erneuerung des Hippodroms, einer gigantischen Pferdewagenrennbahn. Es wird angenommen, dass Konstantins Hippodrom eine Länge von 450 Metern und eine Breite von 130 Metern hatte. Es bietet Platz für rund 100.000 Zuschauer und liegt in unmittelbarer Nähe der kaiserlichen Paläste. Bei den Pferderennen werden große Geldmengen verwettet. Aber die Wettleidenschaft der Byzantiner geht noch weiter. Ein ganz besonderes Beispiel hierfür ist das Kugelspiel aus der Zeit um 500, das man beim Hippodrom von Konstantinopel gefunden hat. Es handelt sich um das heute einzige bekannte Exemplar eines antiken Glücksspielautomaten, mit dem man mit den Kugeln Pferderennen nachspielen und Wetten abschließen konnte. Die goldene Zeit der frühbyzantinischen Kunst und Architektur fällt in die Herrschaft Kaiser Justinians I., der von 527 bis 565 in Konstantinopel regiert. Er ist einer der bedeutendsten Bauherren und Förderer der Künste. Eine der schönsten Kirchen aus dieser Zeit ist San Vitale in Ravenna. Dort sind Justinian und seine Frau Theodora auf zwei Mosaiken abgebildet. Im Chor, einem quadratischen Raum mit anschließender halbrunder Apsis, befindet sich ein ausführliches Mosaikenprogramm, in das die Kaiserbilder eingebunden sind. Der Nimbus weist Justinian als Kaiser aus. Dieser Nimbus wird dann in der christlichen Kunst zum Heiligenschein umgedeutet. Justinian wird von Soldaten, Hofbeamten und Klerikern begleitet, die durch ihre unterschiedliche Kleidung ebenso zu erkennen sind wie die Hofdamen bei der Kaiserin. Kaiser und Kaiserin bringen Christus ihre Gaben. Das berühmteste Bauwerk, das in der Regierungszeit Justinians entsteht, ist die Hagia Sophia in Konstantinopel. Die Kirche der Heiligen Weisheit, die Palastkirche der byzantinischen Kaiser. In nur knapp 6 Jahren wird die gewaltige Kreuzkuppelkirche von etwa 10.000 Menschen gebaut. Bei der Weihe am 27. Dezember 537 soll Kaiser Justinian ausgerufen haben: Gepriesen sei Gott, der mich dazu auserkoren hat, ein so großes Werk zu Ende zu führen. O Salomon! Ich habe dich übertroffen. Die Hagia Sophia als Triumph über den Tempel in Jerusalem. Himmlisches Licht erfüllt den Innenraum der Kirche der Heiligen Weisheit. Die Hagia Sophia ist eine Kuppelbasilika. Die Kuppel wird von 4 gewaltigen Pfeilern getragen. Das ist jedoch nicht gleich ersichtlich. Aufsteigend bilden kleine Kuppeln Stützen für Halbkugeln, die wiederum zur großen Kuppel überleiten. Und früher waren all diese Kuppeln und Halbkuppeln mit Goldmosaiken überzogen. In der Kuppel schwebte der Kopf Christi. Der ist nicht mehr erhalten. Andere Mosaiken sind über Jahrhunderte unter dem Putz verborgen geblieben. Aber seit die Hagia Sophia 1934 zum Museum wurde, kommen immer wieder neue Mosaiken zum Vorschein. In der Apsis findet sich eine 5 Meter große Maria mit Kind. Dieses Mosaik wurde 867 geschaffen. Es ersetzt das früher dort befindliche Kreuz. Bei der Einweihung des Mosaiks sagt der Patriarch Photios: Du magst glauben, dass sie in der Lage ist zu sprechen, selbst wenn jemand sie fragt, wie konntest du gebären und dennoch Jungfrau bleiben. Andere Mosaiken auf der Südempore wirken wie Ikonen, wie die sogenannte Deesis aus dem 13. Jahrhundert.
Sie zeigt Christus als Weltenrichter zwischen Maria und Johannes dem Täufer, den Fürbittern der Menschen. Häufiger als die Mosaikikonen sind die auf Holz gemalten Bilder der Heiligen. Sie dienen der privaten Andacht. Ikonenbilder gehören auch zur Ausstattung der Kirchen, die darüber hinaus mit Mosaiken oder Fresken ausgeschmückt waren. Gemeinsam mit dem Kirchenraum bilden sie ein Gesamtkunstwerk. Als Ikonostas, zu einem großen Ensemble zusammengefügt, teilen sie den Altarraum einer Kirche vom Gebetsraum ab. Wenige dieser Kirchen haben sich erhalten. Eine davon ist in Hosios Lukas in der Nähe von Delphi zu besichtigen. Der Gründer des Klosters, der heilige Lukas, ist in der Krypta beigesetzt, die aufwendig mit farbigen Fresken geschmückt ist. Aber es werden in Byzanz natürlich auch andere Kunstgattungen gepflegt. Dazu gehören die heute in aller Welt verstreuten Elfenbeinschnitzereien und Buchmalereien. Ein Beispiel dafür sind die Marienhomilien des frühen 12. Jahrhunderts, die sich heute in der Pariser Bibliothek Nationale befinden. Wir sehen das Blatt mit der Himmelfahrt Christi. Seit frühester Zeit gibt es in Byzanz hervorragende Elfenbeinschnitzer. Die große Pyxis oder Büchse dient wahrscheinlich zur Aufbewahrung von Weihrauch und zeigt außen Christus im Kreis seiner Jünger. Die Büchse stammt aus der Zeit um 400. Viel später entsteht die nur postkartengroße Elfenbeintafel von Sebaste. Die Schnitzerei aus dem 10. Jahrhundert zeigt 40 Märtyrer, die fast nackt auf einen zugefrorenen See geschickt werden, während am Ufer denen, die dem christlichen Glauben abschwören, ein geheiztes Badehaus zur Verfügung steht. Besonders eindrucksvoll sind die schmerzverzerrten, nur stecknadelkopfgroßen Gesichter der Märtyrer herausgearbeitet. Das byzantinische Reich, das unter Justinian einmal weltreich gewesen war, schrumpft ständig. Von Osten wie von Westen bedroht, verliert es 1204 seine Hauptstadt an die Venezianer, die hier ihren Kreuzzug siegreich beenden. Sie bringen viele Werke nach Venedig, darunter die Quadriga, die berühmten antiken Pferde, die seitdem die Fassade der Markuskirche schmücken. Erst 1261 können die byzantinischen Kaiser wieder in Konstantinopel einziehen, bis 1453 deren einstmals unbezwingbare Mauern fallen und durch die osmanischen Türken geschleift werden. Sultan Mehmed beschließt, die Hagia Sophia zu seinem zentralen Gotteshaus zu machen. So wird die Kirche der Heiligen Weisheit zum Vorbild für den Moscheebau der Türkei. Die herausragende Kunst des Byzantinischen Reiches mit ihren zentralen Kuppelbauten, den außergewöhnlichen Mosaiken, Fresken und Ikonen beeinflusst die Kunstentwicklung in Europa das gesamte Mittelalter hindurch. Konstantinopel wird zur Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Heute heißt die Stadt Istanbul und ist immer noch eine pulsierende Kulturmetropole. Von der türkischen Küste zurück in heimatliche Gefilde. Unsere nächste Folge bringt Ihnen die Schätze der mittelalterlichen Kunst sowie die romanischen Bauten in unseren Landen näher.